So, möchte nochmal höflich darauf hinweisen, dass ich mir das weiter nicht bieten lassen werde. Selbstverständlich werde ich hier keinerlei Vorladung oder irgendwas mehr nachkommen. Ja. Wir wissen, was los ist. Möchten nochmal der Welt bitten, uns hier sofort rauszuholen. Die brauchen keine Angst haben, denn das ist für mich nicht los. Also ich lasse die Deutschen ja nicht im Stich. Da braucht sich keiner Sorgen machen. Das will ich schon mal den Deutschen sagen. Ich will jetzt genau wissen, was hier los ist. Also wir haben hier volle DDR-Zeiten, ne? Ja. Also der Hass der Polizei auf uns, dass es sagen hat. So, und das Schöne, man hetzt uns immer mehr auf die Polizei. Also man wollte uns irgendwie auch auf Herrn Wolf hetzen. Also es war, ist ja der ehemalige Bundespräsident. Und hetzte dann und schrie dann immer rum, ne, mit Wolf und so damals und so, überall wo wir waren. Und das waren immer die gleichen, wir können das noch nicht sagen, weil sie sind immer noch um uns und wir sind da noch nicht so weit. Und möchte auch nochmal die Stasi sagen, wenn sie das jetzt hört, sie brauchen sich da keine Sorgen machen, wir sehen genau durch, ne? Ich möchte da nochmal erinnern, ich bin der bessere Schachspieler. Das geht jetzt von allen Seiten und dann geht es wieder ganz fix zu. Wichtig ist ja erst, dass wir hier einen Beweis nach dem anderen erarbeiten, was jetzt gar kein Problem mehr ist. So, man lässt uns ja nirgendwo rauf und wir erfahren nichts weiter. Und möchte nochmal sagen, absolut keinen Kontakt. Mir ist egal, was Sie daraus kriegen. Sie handeln hier selbstständig. So, Mecklenburg-Vorpommern habe ich alles übernommen, will ich eine Information nach der anderen haben. Das müsste reichen, ne? Ja. Weil das ist uns einfach zu gefährlich. Man belügt uns hier und wir kommen wieder auf falsche Wege und wir kriegen auch wieder falsche Nachrichten. Wir haben uns heute mal wieder eine Zeitung geleistet. Wir können uns nicht andauernd eine Zeitung leisten. Und Bild und so, das lohnt sich nicht. Dann brauche ich gar keine Zeitung kaufen. Oh, Mensch. Aus. Pfui. Mensch, schau mal, was ist hier los? Das ist doch nicht normal hier. Die lassen hier einfach Hunde frei rumlaufen, die an den beschnüffeln. Ja, ich muss ihn jetzt erstmal sauber machen. Ja, toll. Also das ist jetzt auch kein Zufall, ne? Also jetzt haben sie uns einfach einen Hund geschickt, der überall dran rumgeleckt hat, unser Shopper, der ist von hinten gekommen. Jetzt haut er wieder ab. Naja, sie haben ja meistens Hunde, so beobachten sie und so und es ist unbeschreiblich. Ja, ist Ihnen das schon mal passiert, dass ein Hund die Shopper ableckt? Ja, mir nämlich auch nicht. Ja. Gut, aber lassen wir weitermachen. Also Nadi, bist jetzt auch mit einverstanden. Absolut keine Lust mehr, ne? Nein. So, Sie räumen da ein Büro aus oder sehen zu, dass wir hier ein anderes Büro kriegen, ne? Und ich möchte mich mit keinem unterhalten, ne? Genau, Sie sehen so. So, und ich gehöre dazu und wir schließen uns auch ein im Büro, ne? Ich will von keinem was wissen. Sie brauchen keine Angst haben, dass wir da wieder rausgehen, ne? Genau. Bis wir abends nach Hause gehen. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Weil man stört uns zu doll, wenn wir jetzt unsere Computer wieder fertig haben. Also einen Schein, den wir wieder hinkriegen, ne? Genau. So, dann werden wir wieder so gestört, dass wir nicht reinkommen. Ich habe da keine Lust. Ich möchte ein Büro haben. Ich brauche einen Rückzugsraum und sage nochmal Polizeipräsidium. Ich möchte sofort, dass hier zwei Polizisten, ein Polizist für uns abgestellt wird. Ich möchte mich entschuldigen beim Polizisten, dass sie wie Hunde uns immer hinterherlaufen müssen. Selbstverständlich halten sie ein bisschen Abstand. Sie gucken sich das mal an, was man um uns macht. Genau. Mehr sollen sie nicht machen. Sie brauchen keine Angst haben, dass man sie tötet und so. So, und ich möchte auch eine Waffe haben, der Nati, was ich gesagt habe. Die Waffe möchte ich haben. Weil jetzt ist das, möchte ich mal sagen, für andere, seitdem wir das wissen mit Doppelgänger, schnappen sie uns nicht mehr, wir schießen uns einfach irgendwann. Da ist doch sowieso egal. Jeder weiß doch schon alles. Und diese hier, die tun so, als wenn nichts ist. So. Gut. Ja, haben wir gesagt, ne, absolut nicht so, Vorladung und so, vergessen Sie einfach, wir merken uns das, wir werden das dann gleich hochladen. So, das wird jetzt viel schlimmer, also wir können immer schlechter gehen, wir machen immer mehr Pausen, wir werden auch immer dicker. Möchte ich mal andere erklären, die es nicht wissen, das ist dann so, der Stoffwechsel wird heruntergesetzt und man nimmt nur noch zu. Auch wenn man nur ganz wenig isst, nimmt man ganz gewaltig zu. Genau. Weil der Stoffwechsel eben ganz, ganz gering ist, so wie andere Tiere im Winter denn den Stoffwechsel runterfahren, der Bär oder so, der irgendwas und so, und dadurch eben lange ohne Nahrung überlebt und so, passiert das mit diesen, mit bestimmten Stoffen und wir nehmen dadurch einfach brachial zu. Wir können uns immer weniger bewegen, das bedeutet, wir kommen auch immer weniger zu dem Phosphor, was auch manipuliert wird. Und Gefährlichkeit ist eben da, Briefbomben, Gifte in den Briefen und so, das Übliche. Und wir kriegen hier keine Hilfe und möchte auch nochmal sagen, wir wissen sowieso nicht, was los ist. Jetzt durch ihr Doppelgänger ist das sowieso alles vorbei, ne? Also, das haben die so alles fabriziert, was sollen wir da wissen? Kein Wunder, dass wir nie an das Schuferland kamen. Kein Wunder, dass man sich mit uns nicht einmal vernünftig unterhalten hat, also. Man wusste hier schon Bescheid, also
Es ist wirklich schon unbegreiflich, was sie gegen uns leuchten, oder? Ja. Es ist absolut unbegreiflich. Und wenn wir tot sind, hat man einfach alles und dann war es einfach nichts. Darauf läuft alles hinaus. So, und die Stasi freut sich sehr, weil die haben mich ja schon in der DDR immer Göppelschnauze genannt. Weil ich habe mir nichts gefallen lassen. Ich werde mir hier auch nichts bieten lassen. Das ist unglaublich. Ja, Göppelschnauze, das ist dieser Göppel da damals bei den Nationalsozialisten da. Diese Kriegstreiber, die den Zweiten Weltkrieg da runtergebrochen haben oder wie man das nennt. Ich kann mich so schlecht ausdrücken. Die hat immer so geschrien, das war so ein kleiner Spacker. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich mich noch gewundert, so klein. Und der hat da rumgebrüllt. Ja. So ein kleiner, kranker Idiot. Da möchte ich aber sagen, da braucht sich keiner Sorgen machen, da bin ich noch besser. Na, Nadde? Also da kann ich noch besser, wenn ich will. Ja, das ist unglaublich. Also Stasi, ne? Keine Sorgen machen, alles in Ordnung, ne?